Ja, willkommen zurück. Hoffentlich habt ihr euch schon den ersten Teil dieser Lesung angeschaut. Ich lese jetzt hier den zweiten Teil von Gott und der Staat von Mikhail Bakunin. Und zwar zeige ich euch das für die anarchistische Gruppe Krefeld. Und mit diesem Text haben wir einen anarchistischen Klassiker hervorgeholt von einem der wichtigsten Anarchisten, die gelebt haben. Wir haben einiges dazu gehört, was er generell von Religion oder noch genereller Idealismus hält. Und an der Stelle machen wir jetzt direkt weiter, wo es um allgemeine Gesetze und Naturgesetze geht. Also, dieses Gesetz ist eine logische, unvermeidliche Konsequenz des tierischen Ursprungs der menschlichen Gesellschaft. Es ist aber angesichts aller wissenschaftlichen, physiologischen, psychologischen, historischen Beweise, die sich in unserer Zeit angehäuft haben und angesichts einer so eklatanten Demonstration durch die Taten der Deutschen als Eroberer Frankreichs, wirklich nicht möglich, an diesem Ursprung zu zweifeln. Wenn man aber diesen tierischen Ursprung des Menschen akzeptiert, erklärt sich alles. Die Geschichte erscheint uns dann als die revolutionäre Negierung der Vergangenheit, bald langsam, apathisch, verschlafen, bald leidenschaftlich und mächtig. Sie besteht in der progressiven Neigung, Entschuldigung, in der progressiven Negierung der ursprünglichen Animalität des Menschen durch die Entwicklung seiner Menschlichkeit. Der Mensch, ein wildes Tier, Cousin des Gorilla, ging von der tiefen Nacht des animalischen Instinkts aus, um zum Licht des Geistes zu gelangen. Was all seine vergangenen Abirrungen ganz natürlich erklärt und uns zum Teil über seine gegenwärtigen Irrtümer tröstet. Von der tierischen Sklaverei ausgehend durchschritt er die göttliche Sklaverei, einen Zwischenzustand zwischen seiner Animalität und Menschlichkeit, und schreitet heute zur Eroberung und Verwirklichung seiner menschlichen Freiheit vor. Daraus folgt, dass das Alter eines Glaubens, einer Idee, weit entfernt etwas zu deren Gunsten zu beweisen, sie uns im Gegenteil verdächtig erscheinen lassen müssen. Denn hinter uns liegt unsere Animalität, vor uns unsere Menschlichkeit und das menschliche Licht, das einzige, das uns erwärmen und erleuchten kann, das einzige, das uns befreien, uns würdig, frei, glücklich machen und die Brüderlichkeit unter uns verwirklichen kann. Dieses Licht leuchtet nie am Anfang, sondern je nach der Zeit, in der man lebt, stets am Ende der Geschichte. Schauen wir also nie nach rückwärts, schauen wir immer nach vorwärts. Denn vor uns ist unsere Sonne und unser Heil. Und wenn es erlaubt ist, ja sogar nützlich und notwendig zurückzuschauen, um unsere Vergangenheit zu studieren, geschieht dies nur, um zu konstatieren, was wir gewesen sind und was wir nicht mehr sein dürfen. Was wir glaubten und dachten und was wir nicht mehr glauben und denken dürfen, was wir getan und was wir niemals wieder tun dürfen. Soweit über das Alter. Was die Allgemeinheit eines Irrtums betrifft, beweist dieselbe nur eines: die Ähnlichkeit, wenn nicht die völlige Identität der menschlichen Natur in allen Zeiten und allen Zonen. Und da feststeht, dass alle Völker zu allen Zeiten ihrer Geschichte an Gott glaubten und noch glauben, müssen wir daraus einfach schließen, dass die aus uns selbst hervorgegangene Gottesidee ein in der Entwicklung der Menschheit historisch notwendiger Irrtum ist. Und uns fragen, warum und wie sie historisch entstanden und warum die ungeheure Mehrheit der Menschheit sie noch heute als wahr akzeptiert. Solange wir uns nicht erklären können, wie die Idee einer übernatürlichen oder göttlichen Welt in der historischen Entwicklung des menschlichen Bewusstseins entstand und notwendigerweise entstehen musste, solange mögen wir wohl wissenschaftlich von der Absurdität dieser Idee überzeugt sein, wir werden aber nie erreichen, sie in der Meinung der Mehrheit zu zerstören. Denn wir wären nie imstande, sie in denselben Tiefen des menschlichen Wesens zu zerstören, in denen sie entstand und zu einem unfruchtbaren, aussichts- und endlosen Kampf verurteilt, müssten wir uns immer begnügen, sie nur an der Oberfläche zu bekämpfen, in ihren zahllosen Äußerungen,
deren kaum vom gesunden Menschenverstand niedergeschlagene Absurdität sofort in neuer und nicht weniger sinnloser Form wieder entstehen würde. Solange die Wurzel aller in der Welt marternden Absurditäten, der Glaube an Gott, intakt bleibt, wird sie stets neue Schößlinge treiben. So beginnt in unseren Tagen, in gewissen Sphären der höchsten Gesellschaft, der Spiritismus sich auf den Ruinen des Christentums zu installieren. Nicht nur im Interesse der Massen, auch im Interesse der Gesundheit unseres eigenen Geistes müssen wir uns bemühen, die historische Genesis der Gottesidee zu begreifen, die Reihe der Ursachen, welche diese Idee im Bewusstsein der Menschen produzierten und entwickelten. Wenn wir uns auch Atheisten nennen und für solche halten, solange wir diese Ursache nicht verstanden haben, werden wir uns stets mehr oder weniger von dem Lärm dieses allgemeinen Gewissens dominieren lassen, dessen Geheimnis wir nicht herausgefunden haben und bei der natürlichen Schwäche selbst des Stärksten gegen den allmächtigen Einfluss des sozialen Milieus, das ihn umgibt, riskieren wir selbst früher oder später auf die eine oder die andere Art in den Abgrund der religiösen Absurdität zurückzufallen. Beispiele solcher Konversionen sind häufig in der gegenwärtigen Gesellschaft. Ich führe den Hauptgrund der noch heute von dem religiösen Glauben auf die Massen ausgeübten Macht an. Diese mystischen Neigungen bedeuten bei den Massen nicht so sehr eine Geistesabirrung als eine tiefe Unzufriedenheit. Sie sind der instinktive und leidenschaftliche Protest des menschlichen Wesens gegen die Enge, die Flachheit, die Schmerzen und die Schande des eigenen Lebens. Gegen diese Krankheit, sage ich, gibt es nur ein einziges Mittel, die soziale Revolution. Im Appendix suche ich die Ursachen der Entstehung und historischen Abwicklung der religiösen Halluzinationen im Menschenbewusstsein auseinanderzusetzen. Hier will ich diese Frage der Existenz eines Gottes oder des ursprünglichen, göttlichen Ursprungs der Welt und des Menschen nur vom Standpunkt ihrer moralischen und sozialen Nützlichkeit behandeln und über diese theoretische Ursache dieses Glaubens nur wenige Worte sagen, um meine Gedanken besser klarzumachen. Alle Religionen mit ihren Göttern, Halbgöttern, Propheten, Messien und Heiligen wurden von der leichtgläubigen Fantasie von Menschen geschaffen, die noch nicht zur vollen Entwicklung und zum Vollbesitz ihrer intellektuellen Fähigkeiten gelangt waren. Der Himmel der Religion ist also nichts als eine Lichtspiegelung, in der der Mensch von Unwissenheit und Glauben exaltiert sein eigenes Bild wiedersieht. Aber vergrößert und verkehrt, das heißt vergöttlicht. Die Geschichte der Religion, die des Ursprungs, der Größe und des Verfalls der Götter, wie sie im menschlichen Glauben aufeinander folgten, ist also nichts als die Entwicklung der Intelligenz und des kollektiven Bewusstseins der Menschen. Je nachdem sie auf ihrem historischen Vormarsch in sich selbst oder in der äußeren Natur eine Kraft, eine Fähigkeit oder selbst einen großen Fehler fanden, übertrugen sie dieselben auf ihre Götter. Übertrieben, ins Maßlose ausgedehnt, wie Kinder zu tun pflegen, durch einen Akt ihrer religiösen Fantasie. Dank dieser Bescheidenheit und frommen Generosität des gläubigen und leichtgläubigen Menschen bereicherte sich der Himmel durch das, was der Erde geraubt wurde, und konsequenterweise, je reicher der Himmel wurde, desto elender wurden die Menschheit, die Erde. Sobald einmal die Gottheit installiert war, wurde sie natürlich als Grund, Ursache, Schiedsrichter und absoluter Verfüger über all diese Dinge proklamiert. Die Welt war nichts mehr, die Gottheit alles, und der Mensch, ihr wahrer Schöpfer, der sie ohne sein Wissen aus dem Nichts herausgezogen, kniete vor ihr nieder, betete sie an und erklärte sich als ihre Kreatur und ihr Sklave. Das Christentum ist gerade die Religion par excellence, weil es in seiner Ganzheit die Natur, die eigentliche Essenz jedes religiösen Systems ausdrückt und äußert, nämlich die Verarmung, die Versklavung und die Vernichtung der Menschheit zum Vorteil der Gottheit. Da Gott alles ist, sind die wirkliche Welt und der Mensch nichts. Da Gott die Wahrheit,
die Gerechtigkeit, das Gute, das Schöne, die Macht und das Leben ist, ist der Mensch die Lüge, die Unbill, das Übel, die Hässlichkeit, die Ohnmacht und der Tod. Da Gott der Herr ist, ist der Mensch der Sklave. Der Mensch ist unfähig, die Gerechtigkeit, die Wahrheit und das ewige Leben selbst zu finden und kann sie nur durch eine göttliche Offenbarung erreichen. Aber wer Offenbarung sagt, sagt auch Offenbarer. Messien, Propheten, Priester und Gesetzgeber, die Gott selbst inspirierte. Und sobald diese einmal als Vertreter der Gottheit auf der Erde anerkannt sind, als die heiligen Unterweiser der Menschheit, die Gott selbst auserwählte, um die Menschheit auf den Weg des Heils zu leiten, müssen sie notwendigerweise absolute Macht ausüben. Alle Menschen schulden ihnen unbegrenzten und passiven Gehorsam. Denn gegenüber der göttlichen Vernunft gibt es keine menschliche Vernunft und vor der Gerechtigkeit Gottes bleibt keine irdische Gerechtigkeit bestehen. Als Sklaven Gottes müssen die Menschen auch Sklaven der Kirche und des Staates sein, insoweit der Staat von der Kirche konsakriert ist. Dies begriff von allen bestehenden und vergangenen Religionen das Christentum am besten. Nicht ausgenommen selbst die alten orientalischen Religionen, welche übrigens nur bestimmte und privilegierte Völker umfassten, während das Christentum die Prätention hat, die ganze Menschheit zu umfassen. Und von allen christlichen Sekten hat der römische Katholizismus allein dies mit strenger Konsequenz proklamiert und verwirklicht. Deshalb ist das Christentum die absolute Religion, die letzte Religion, und die apostolische römische Kirche ist die einzige konsequente, legitime und göttliche. Ob es also den Metaphysikern und religiösen Idealisten, Philosophen, Politikern oder Dichtern gefällt oder nicht, die Gottesidee enthält die Abdankung der menschlichen Vernunft und Gerechtigkeit in sich. Sie ist die entscheidendste Negation der menschlichen Freiheit und führt notwendigerweise zur Versklavung der Menschen in Theorie und in Praxis. Wenn wir also nicht die Versklavung und Herabwürdigung der Menschen wollen, wie die Jesuiten, die protestantischen Momier, Pietisten oder Methodisten, können und dürfen wir dem Gott der Theologie und dem Gott der Metaphysik nicht die geringste Konzession machen. Denn wer in diesem mystischen Alphabet A sagt, sagt schließlich unvermeidlich auch Z. Und wer Gott anbeten will, muss, ohne sich kindische Illusionen zu machen, tapfer auf seine Freiheit und Menschlichkeit verzichten. Wenn Gott existiert, ist der Mensch ein Sklave. Der Mensch kann und soll aber frei sein, folglich existiert Gott nicht. Ich fordere jeden heraus, diesem Kreis zu entgehen, und nun mag man wählen. Ist es nötig zu erinnern, wie sehr und wie die Religionen die Völker verdummen und korrumpieren? Sie töten in ihnen die Vernunft, dieses Hauptwerkzeug der menschlichen Emanzipation, und führen sie zum Schwachsinn der wesentlichen Bedingungen ihrer Sklaverei. Sie entehren die menschliche Arbeit und machen sie zum Zeichen und zur Quelle der Knechtschaft. Sie töten Begriff und Gefühl der menschlichen Gerechtigkeit und lassen immer die Waagschale sich neigen auf die Seite der triumphierenden Schurken, der privilegierten Objekte der göttlichen Gnade. Sie töten menschlichen Stolz und Würde und schützen nur die Kriechenden und Demütigen. Sie ersticken im Herz der Völker jedes Gefühl menschlicher Brüderlichkeit und erfüllen es mit göttlicher Grausamkeit. Alle Religionen sind grausam. Alle sind auf Blut gegründet, denn alle ruhen hauptsächlich auf der Idee des Opfers, das heißt auf der beständigen Opferung der Menschheit zugunsten der unersättlichen Rache der Gottheit. In diesem blutigen Mysterium ist der Mensch immer das Opfer. Und der Priester, auch ein Mensch, aber ein durch Gnade privilegierter, ist der göttliche Henker. Dies erklärt uns, warum die Priester aller Religionen, die besten, die menschlichsten, die sanftesten, beinahe immer auf dem Grund ihres Herzens und wenn nicht im Herzen, in ihrer Einbildung, ihrem Geist, und man kennt den großen Einfluss beider auf das Herz der Menschen,
Warum sage ich in den Gefühlen jedes Geistlichen etwas Grausames und Blutdürstiges liegt? All das wissen unsere illustren Idealisten der Gegenwart besser als irgendjemand. Sie sind gelehrte Leute, die ihre Geschichte kennen, und da sie gleichzeitig lebende Menschen sind, große Seelen von aufrichtiger und tiefer Liebe zum Wohl der Menschheit durchdrungen, so verfluchen und brandmarken sie all diese Untaten, all diese Verbrechen der Religion mit unerreichter Beredsamkeit. Sie weisen mit Entrüstung jede Solidarität mit dem Gott der positiven Religionen und seinen vergangenen und gegenwärtigen irdischen Vertretern zurück. Der Gott, den sie anbeten oder anzubeten glauben, unterscheidet sich von den wirklichen Göttern der Geschichte gerade dadurch, dass er durchaus kein positiver und auf irgendeine Weise theologisch oder selbst metaphysisch bestimmter Gott ist. Er ist weder das höchste Wesen Robespierres und Jean-Jacques Rousseaus, noch der pantheistische Gott Spinozas, noch selbst der gleichzeitig immanente und transzendente und sehr zweideutige Gott Hegels. Sie hüten sich, ihm irgendeine positive Bestimmung zu geben, da sie sehr gut fühlen, dass eine solche Bestimmung ihn der auflösenden Tätigkeit der Kritik aussetzen würde. Sie werden nie sagen, ob es ein persönlicher oder unpersönlicher Gott ist, ob er die Welt erschaffen hat oder nicht. Sie sprechen nicht einmal von seiner göttlichen Fürsorge. All das könnte ihn kompromittieren. Sie werden sich damit begnügen zu sagen, Gott und nichts weiter. Aber was ist dann ihr Gott? Nicht einmal eine Idee, ein bloßer Hauch. Es ist der Gattungsname für alles, das ihnen groß, gut, schön, edel, menschlich erscheint. Aber warum sagen sie dann nicht Mensch? Ach, weil König Wilhelm von Preußen und Napoleon III. Und alle ihresgleichen auch Menschen sind. Und dies setzt sie in große Verlegenheit. Die wirkliche Menschheit bildet eine Ansammlung des Erhabensten und Schönsten und des Erbärmlichsten und Monströsesten. Wie ziehen sie sich heraus? Sie nennen das eine göttlich, das andere bestialisch und stellen sich die Göttlichkeit und die Animalität als zwei Pole vor, zwischen die sie die Menschen stellen. Sie wollen oder können nicht begreifen, dass diese drei Ausdrücke nur einen einzigen bilden und dass, wenn man sie trennt, man sie zerstört. Sie sind nicht stark in der Logik und man möchte glauben, dass sie sie verachten. Das unterscheidet sie von pantheistischen und deistischen Metaphysikern und drückt ihren Ideen den Charakter eines praktischen Idealismus auf, der seine Inspiration viel weniger aus der strengen Entwicklung eines Gedankens schöpft, als aus den historischen, kollektiven und individuellen Erfahrungen, beinahe, sagte ich, Emotionen ihres Lebens. Dies gibt ihrer Propaganda einen Schein von Reichtum und Lebenskraft, aber nur einen Schein. Denn das Leben selbst wird unfruchtbar, wenn es von einem logischen Widerspruch paralysiert ist. Dieser Widerspruch ist der folgende. Sie wollen Gott und sie wollen die Menschheit. Sie versteifen sich darauf, zwei Begriffe zusammenzubringen, die einmal getrennt sich nun wieder treffen können, um sich gegenseitig zu zerstören. Sie sagen in einem Atemzug, Gott und die Freiheit des Menschen, Gott und die Würde, Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das Wohl des Menschen, ohne sich um die unvermeidliche Logik zu kümmern, nach welcher, wenn Gott existiert, dies alles zum Nichtvorhandensein verurteilt ist. Denn wenn Gott existiert, ist er notwendigerweise der ewige, höchste, absolute Herr. Und wenn ein solcher Herr existiert, ist der Mensch Sklave. Wenn er aber Sklave ist, sind für ihn weder Gerechtigkeit noch Gleichheit, Brüderlichkeit, Prosperität möglich. Mögen sie sich immer, diese Idealisten, gegen den gesunden Menschenverstand und alle geschichtliche Erfahrung ihren Gott von der zartesten Liebe für die menschliche Freiheit beseelt vorstellen. Ein Herr, was er immer tun und wie liberal er sich zeigen mag. Er bleibt nichtsdestoweniger ein Herr und seine Existenz schließt notwendigerweise die Sklaverei von allem, was unter ihm ist, ein. Wenn also Gott existiere, gäbe es für ihn nur ein einziges Mittel der menschlichen Freiheit zu dienen, zu existieren aufzuhören.
als eifersüchtiger Liebhaber der menschlichen Freiheit, die ich als die absolute Grundbedingung von allem, das wir in den Menschen verehren und achten, ansehe, drehe ich Voltaires Satz um und sage, wenn Gott wirklich existierte, müsste man ihn beseitigen. Ja, mit diesem vielleicht euch auch schon bekannten Ausspruch von Bakunin enden wir jetzt und ich wünsche schon mal viel Spaß beim nächsten Teil, der bald darauf folgt.